Willkommen zurück bei Deus Ex. Wir befinden uns hier vor der Leichenhalle. Und genau... Na endlich. Sind Sie der Typ von Homeland, auf den ich warten sollte? Ha, sind wir. Sagen Sie, Mandela, ich auf habe jeden das Fall. Memo erst gekriegt, als ich mit der Autopsie fast fertig war. Hätte ihn ja wohl kaum wieder zunähen können. Wohl nicht, dann haben Sie das neurale Hub extrahiert. Das war ziemlich knifflig. Ein paar Zentimeter tiefer und die Kugel hätte nicht nur die Padded-Konnektoren zerstört. Ich bezweifle, dass Sie was Brauchbares finden. Abgesehen von der Tatsache, dass es modifiziert wurde. Modifiziert? Womit? Mit einer Art Flüssigantrieb. Aber hey, ich habe nichts gesehen. Ultraviolett heißt Ultraviolett. Und ich weiß, wie empfindlich ihr Jungs seid, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Oha. Er gehört Ihnen. Das Hub ist abgeklemmt, aber noch im Schädel, wie angeordnet. Und jetzt entschuldigen Sie mich, der Papierkram wartet. Okay. Die sind auf jeden Fall fette Lügenkobolde. Hypostim, was ist das denn? Die haben nämlich behauptet, der Typ wäre nicht augmentiert. Und jetzt stellt sich raus, dass er doch augmentiert ist, der Drecksack. Drecksack. Not this. What? Okay. Da noch irgendwas? Die Drogen. Nein, ich kann nur dieses Hypostim mitnehmen. Ich muss mal gucken, was ich dafür wegschmeiße. Den Whisky zum Beispiel. Ich trinke jetzt mal Whisky. Ja. Whisky. So. Soll ich das mitnehmen? Nein, kein Platz, verdammt. Dann schmeißen wir mal die Elektroschockpfeile weg. Ich habe zwar 20 Stück davon, aber ich habe halt keine Elektrowaffe. Schmeiß ich weg, so. Zack. Jetzt kann ich mitnehmen. Einwandfrei. So. Oh, was haben wir denn? Da war es doch. Ja. Update. Irgendwas mit Update. Oh. Was habe ich denn mitgenommen? Hä, irgendwas Blaues habe ich. Oder. Code geändert, bla bla bla. Ja, ich habe den Code besorgt für die Leichenhalle, aber. Brauch den gar nicht. Okay, gucken wir uns mal den Kopf an. Sieht ja schon ein bisschen eklig aus. Hacker-Gehirnchip. Boss, ich habe den Neuralknoten. Er wurde anscheinend mit einer Art Flüssigantrieb modifiziert. Pritchard sollte sich das mal ansehen. Nein, bring sie nicht her. Frank ist noch nicht mit der Diagnose fertig. Und ich will erst danach riskieren, irgendwas an unser Netzwerk anzuschließen. Vor allem, wenn es um Militärtechnologie geht. Also, was soll ich jetzt tun? Bringen Sie den Knoten in Ihr Apartment. Frank wird Sie dort kontaktieren. Neuralknoten mit meinem Computer analysieren. Okay. Was? Welten bewegen. Sicherheitshub 3. E-Book. Die Gefahren der kybernetischen Diskognitionsstörung. What the fuck? Herbstausgabe 2015. What the fuck? Aber zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, war das noch in der Zukunft. Und den Computer hacke ich jetzt nicht. Müsst ihr Homeland-Typen euch immer so wichtig machen? Das ist jetzt das zweite Mal, dass sie in mein Labor platzen, verdammt. Ja, okay, ich gehe ja schon. Warte. Nee, das nicht. Warte. Na dann, ciao. Danke für die Hilfe. Oh. Hä? Das sah doch vorhin 1A so aus, als wäre dahinter ein Lüftungsschacht. Es geht nach oben. Brauche ich mehr Infos? Ja, ne? Ja, ich muss noch immer noch in ein Büro rein. Aber das Ding bringt mir schon mal gar nichts. Ich muss nach oben.
Wo ist die Treppe nach oben? Ah, hier. Einwandfrei. Die habe ich nämlich schon leer geräumt. So. Ich habe keinen Code, aber... Ich habe die Möglichkeit, Hacken übernehmen. Ich mache hier meine Übernahme auf Stufe 2. So. Damit kann ich jetzt versuchen, den PC zu hacken. Hacken. Das wird schwierig. 4 Versuche habe ich, Sicherheitsstufe 2. Okay. Ja, brauche ich nicht. Okay. Agent Gegenmaßnahmen. Übernehmen 70%. Mit einem Nuke kann ich ohne Probleme... Aber ich habe 3 Stopp. Komm. Ich stopp mal ganz kurz. Zugriff gewährt. Sehr gut. Läuft. Jüngsten Zwischenfall. Was? Captain Ryan Penn. Nach dem jüngsten Zwischenfall bei Saracen wurde die Leiche eines nicht entwickelten männlichen Terroristen in ihre Leichenhalle gebracht. Hiermit teile ich mit, dass die besagte Leiche gemäß der ergänzenden Homeland Security Acts aus dem Jahr 2012 als ultraviolett klassifiziert wurde. Unter Berufung auf Artikel 7 bla bla bla. Okay, das ist die Mitteilung, dass die Leiche nicht raus... Also, dass keine Infos über die Leiche rausgegeben werden. Okay. Sieg Sanders. Das ist eigentlich Suchanfrage. Sieg Sanders. Ach, das ist die Suchanfrage für den Typen. Kriminelle Aktivitäten. Offene Haftbefehle. Sollte als bewaffnet und extrem gefährlich eingestuft werden. Aus und vorbei, Captain, angesichts der Situation. Ja, aber kritische. Okay. Vielen Dank für die Infos. Jetzt kann ich getrost. Jetzt habe ich genug Infos. Ich kann getrost jetzt das DPT verlassen. Sehr gut. Alle Infos rangeholt. Die. Meine Leute haben unermüdlich nach einer friedlichen Lösung. Oh, hallo. Ich möchte mich hiermit ausdrücklich von den Methoden der Geiselnehmer distanzieren. Vor diesem. Hallo. Tschüss. Lol. Kann die Schubladen durchsuchen und die checken nichts. Ich kann mir ja Credits rausnehmen, die checken das nicht. Wie doof. Ein bisschen doof sind sie. Aber sei es drum. Jetzt geht's raus. Raus hier. Okay. Alles soweit im DPD erledigt. Auch die Nebenmission. Und dann würde ich mal sagen, besuchen wir die Leute. Wobei, den einen Doktor, der aus dem Drogengeschäft aussteigen will, oder, keine Ahnung, aus dem Diebes... So, ja, kein Bock mehr hat zu klauen. Ich dafür die Informationen habe, weiß ich gerade gar nicht. Entdecken Sie geheime Berichte, erhalten Sie kleine Erfahrungspunkte Boni. Ah.
Okay, ich versuche mal erstmal S2 zu machen. Aber... Hä, warum wird mir dann X angezeigt? Kann ich die noch nicht machen, oder? Komisch. 63 Meter. Okay, gleich da. Einmal hier lang. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Komme ich da einfach noch nicht hin, oder wie? Oh, Moment mal. Was soll's denn? Kauf. Moment mal. Verkaufen. Die Schrotflinte verkaufe ich. Schrotpatronen verkaufen. Ja, passt. So, jetzt gucken wir mal bei Kaufen. So, Betäubungsfeile! Schadensupgrade. Salvensystem. Schadensupgrade brauche ich. Minenmatrix reicht. So. Oder kann ich hier noch kaufen? Nicht Salvensystem, sondern... 1, 2. Reicht. Geh mal raus. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Dankeschön. Gucke ich kurz rein. Das Schadensupgrade erhöht natürlich den Schaden. Macht klar. Ist klar. Nee, hier so, da. Inventar, Schadensupgrade, benutzen auf die Waffe. Auf die Handfeuerwaffe. Sehr gut. Damit habe ich jetzt... Upgrades. Moment. Die Polizei unterstützt alle Standard... Na, achso, nee. Okay, schade. Ist jetzt gerade nicht einsichtbar. Zu wie viel kann man das stapeln? Das automatische Entriegelungssystem? Das weiß ich gerade nicht. Psst. Ey, sieht die jetzt anders aus? Oder bilde ich mir das nur ein? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich mal überlegen. S2. Komme ich irgendwie nicht hin. Oh, wo ist der hin? Hm. 40 Meter. Hm, da muss ich durch. Moment mal. Stufe 2, da komme ich doch durch. Ecken. Ecken. So, muss ich mal gucken. Das übernehmen 70%. Ich muss da übernehmen, dann ist der Computer in der Mitte frei. Dann muss ich den Computer in der Mitte übernehmen. Dann muss ich den unten links übernehmen. Und dann kann ich erst... Okay. Gehen wir es mal. Alter, stopp. Zugriff gewährt. Okay. Nice. Passt. Bin durch. Mal kurz, was ist hier hinten? Oh, Cyberboost Pro Energie und Credit Chip. Läuft. Hat sich ja gelohnt, hier in die Ecke zu gucken. Okay, der schläft nur. Warte, macht nur ein Nickerchen. Mhm.
Perfektionist. Er ist Perfektionist, dass ich das perfekt gelöst habe, oder? Oh. Kann ja ohne Probleme hacken. Sollte ich zumindest. Okay. Ein PC haben wir schon frei. 70%, 50%. Wir entdecken 60%. Okay, mal. Nice, 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 nice. Datenpaket. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Zugriff gewährt. Sehr gut. Datenschnüffler. Okay, was ist hier los? Hier nur eine Zeitung. Zeitung brauchen wir nicht. Soll das Klo nochmal benutzen? Oh, was haben wir da? E-Book. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Vergangenheit und Zukunft Detroits. Hm. Oh, was haben wir da? Hallo? 520 Credits. Oh mein Gott. Ohne 10mm Pistole. Okay, gehen wir mal an den Computer. Sicherheitstor installiert. 00. Okay, den muss ich überwältigen. PDA. PDA, was steht im PDA? PDA, PDA, ich brauch die Scheiße. Ey Stevie, tut mir leid, Mann, letzte Woche ist mies gelaufen, ich hab nichts mehr, glaub mir, ich mach das nicht mit Absicht, meine neue Quelle hat sich leider noch nicht gemeldet, mach keinen Scheiß, okay, Tinte. Okay. Ein bisschen blöd. Rotflinte. Den Computer gerade? Bisschen doof. Die Zeitung. Wahrscheinlich auch keinem aktuellen mehr sein. Geiseln aus Seraph-Werk befreit. Anti-Aug-Terrorist auf der Flucht. Terrorist. Ahmed the Death. Terrorist. So. Hm? Unter den Tisch? Nein. Oh, und das Bett? Da ist auch nichts. Schade. Guck ich kurz mal hier. Kühlschrank. Oh! Hypostim. Keine Ahnung, was es macht, aber... Nice. Da habe ich sein... Apartment... durchsucht. Aha. Gucken wir nochmal hier. Okay. Hier. Was haben wir da? Oh, hier gibt es anscheinend nur eine Tür. Hacken. Oh, das sieht auf den ersten Blick sieht das echt einfach aus.
Oh oh, oh oh. Zugriff gewährt. Okay. Ripped Kitty. Aha, danke. Ah ne, scheiß Kartons. Ciao. Ne, da ist nicht. Warte. Wir gucken mal erstmal kurz in die Küche. Auch nichts. Was haben wir da? 10mm Pistole. Zeitung. Was haben wir da? Hallo? Hallo? PDA. PDA ist gut. Der Türen der Sicherheitsschloss, der Code lautet: Das sind ihre Unterkünfte auf dieser Operation. Was soll denn das denn heißen? Operation. Das hier oder was? 1029. Cool. Okay, schauen wir mal rein. Okay. Das wäre ganz schön. Das hat ganz schön Krach gemacht. Aber wenn das niemand checkt. Was haben wir hier? Armbrustbolzen. Lol. Heißt das etwa, hier liegt eine Armbrust rum? Schublade durchsuchen. Nichts. Schublade durchsuchen. Nichts. Computer. Moment. Erstmal ganz kurz. Safe. Sicherheitsstufe 3. Okay, erst den Computer. Hacken. Hacken. So. Bam. Wie viel? Wie viel Chance? 50-50. Na gut. Ich kann nicht stoppen, verdammt. Mist. Das dauert, glaube ich, zu lang. Zugriff gewährt. Okay, geschafft. Hinweis alle, ne? Sicherheitstor. Sicherheitstor. Ey, dein Ernst? Jetzt habe ich... Rotflinte. Jus ad bellum, der Aufstieg privater Sicherheitsunternehmen. Skandal. Lagern die denn hier alle? Ich glaube, entweder ist die Armbrust kaputt oder keine Ahnung. So, das hier muss ich hacken. Einwandfrei. Schrotpatron, Schrotpatron. Ey, dein Ernst? Das ist ja jetzt überhaupt nicht gelohnt. Nee, ich krieg hier auch nichts auf. Das heißt, raus aus dem Apartment. Ciao. So, gucken wir mal. Ach nee, da lang nicht. Da lang. Weiter hoch.
Hm, was haben wir hier? Okay. Hm, was haben wir hier? Okay. Nö, ist nicht. Nein, da. Sicherheitsstufe 5, warum? Komm. Nicht mein Kühlschrank hier. Und dann, nach dem 11. September, wegen diesem Phantom Bin Laden, erinnert ihr euch noch an den Kerl? Und jetzt? Etwa als Schutz vor den Mormonen? Tja, das ist krass. Das ist ja das Zimmer von dem Typen. Ach, die wollten bestimmt die Leiche abholen und hier das Zeug rausholen. Mies. Hecken. Hecken. Oh oh. 70%. Go go. Komm, 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 go 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 go. Oh oh. Stop. Ja. Zugriff gewährt. Jawohl. Schafft. Ja, was ist das denn hier alles? Prothesen oder was? Beinprothesen sieht das. Das sieht aus wie Bein. Nee, doof, was wollten die denn? Im Klo runterspülen. E-Book? Arme und Beine für den Menschen, die Struktur kybernetischer Gliedmaßen. Nee, das wollte ich gerade nicht, sondern... Schublade auf, bitte. Leer. Schublade auf. Leer. Computer. Hacken. Oha. Oha, ich glaube, das wird schwierig. 50-50. 50-50. Okay, das, jetzt muss ich Gas geben. Nein, 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 nein. Komm. Zugriff gewährt. Ich habe das Versteck im Lager sauber gemacht und zur Sicherheit den Code auf 3663 geändert. Okay. Ja. Code 3663 oder was hier? 3663. Nein. 3663. Uiuiui. Haben wir hier? Hm? Das? Cyberbus pro Energie. Ui. Hm? Nee, da ist nichts. Die Kartons vielleicht. Nee, ist nichts. Oh, hier ist noch mehr. Praxiskit. Ein Praxispunkt. Oh yeah. Vor dieser kleinen Rock'n'Roll-Pause habe ich über eine ziemlich ernste Sache geredet. Und damit möchte ich jetzt weitermachen. Thema des Tages sind separatistische Terroristen. Mega gut. Da habe ich schon komplett durchgeguckt. Okay, noch eine Etage höher. Da ist nichts. Alter, bis wohin geht denn das jetzt? Oh. Bin ich denn jetzt gelandet?
Okay, versuchen wir es mal über die Leiter nach unten zu kommen. Hier ist keine Leiter. Ach, deswegen kommt man da so nicht lang. Aber ist ja in Ordnung soweit. So, S2 50 Meter. S400 Meter. Dann machen wir natürlich erstmal S2, ne? Oh, warte. Gleich um die Ecke, Moment. Der da. Brian Tyndall. Tyndall. Hier, komm. Jensen, was machen Sie hier? Ich denke, das wissen Sie sehr gut, Tyndall. Ich will Carellas Überwachungsaufnahmen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin der Sicherheitschef von Seraph Industries. Ich sehe, ob an Überwachungsaufnahmen rumgedoktert wurde, also verarschen Sie mich nicht. Oh, scheiße. Hören Sie, Jensen. Ich habe nie gewollt, dass es so weit kommt. Ich bin kein schlechter Mensch. Corella, tut mir leid. Ehrlich. Aber manchmal muss man sich für eine gute Sache die Hände schmutzig machen. Oh, jetzt geht's also um eine gute Sache. Oh, ich verstehe. Sie denken, ich verkaufe das Zeug, stimmt's? Das ist natürlich das offensichtliche Motiv, vor allem für einen Ex-Bullen. Aber glauben Sie mir, es ist nicht immer alles so, wie es aussieht. Ich verkaufe das Neuropozin nicht. Ich verschenke es. Sie verschenken es? An wen? An die Leute, die es brauchen. Glauben Sie, alle lassen sich freiwillig augmentieren? Oh nein. Ach stimmt, das Neuropozin ist... Dann braucht man lebenslang Neuropozin-Injektionen, die schweineteuer sind. Aber was hat man schon für eine Wahl? Das ist ein Mittel, damit man die Augmentierung nicht abstößt. Abstoßungssyndrom. Ja. Unfassbare Schmerzen. Das ist einfach nicht richtig. Also habe ich das einzig Anständige getan. Ich bin aktiv geworden. Die Gründe interessieren mich, das kann ich mitfühlen. Versuch's mal erstmal mit mitfühlen. Aber. Ja, komm, mitfühlen. Das kann ich akzeptieren. Aber Erpressung bleibt Erpressung. Carella will aussteigen und ich sorge dafür, dass er es schafft. Mann, die ganze Sache macht mir langsam echt zu viel Ärger. Ich habe sogar zwei Dealer aus der Gegend am Arsch, weil meine philanthropische Aktion ihren Gewinn schmälert. Das ist nicht ihr einziges Problem. Ein schießwütiger Kunde hat vorhin in ihrem Apartment auf sie gewartet. Wirklich? In meinem Apartment? Scheiße. Den haben wahrscheinlich die Dealer geschickt. Ich sag Ihnen was. Um den Kunden kümmere ich mich später. Erledigen Sie die Dealer. Dann gehören Ihnen die Aufnahmen. Puh, die Dealer erledigen? Ja, komm. Okay, ich helfe Ihnen. Aber wehe, Sie verarschen mich. Sie überschätzen mich, Jensen. Ich bin Sicherheitstechniker, kein Gangster. Die beiden Dealer heißen PG und BK. Sie treiben sich in der Gasse in der Nähe des Basketballplatzes herum. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie mich nie mehr belästigen. Ich soll Sie töten? Ich soll Sie umbringen? Das wäre etwas drastisch, finden Sie nicht? Aber das ist Ihre Entscheidung. Ich will nur meine Ruhe. Wichtig ist nur, dass Sie sich um beide kümmern. Okay, ich muss Sie nicht töten. Okay. Also, unsere derzeitigen Missionen. Ich glaube, ich kann die sogar... Nee. Ich habe zwei Praxis-Dings da. Aber ich spare die mir erstmal, wenn ich die wirklich brauche. Das ist die Karte. Ah, hier. Missionsprotokoll. Genau. Hauptmission M6. Besuch der Limp-Klinik. M5, Untersuchung des Hackers. Okay, da, also wir haben jetzt Mission. Wir sollen bei Hauptmission 6 mit Dr. Markovic reden. Aha. Und bei Hauptmission 5 sollen wir in unser Penthouse gehen und die Neuralknoten des Typen da, des toten Terroristen, untersuchen. Dann bei S4, das ist die Sidequest Muttergefühle. Da sollen wir mit Cassandra Reed reden, weil wir da die Informationen rund um Megans Tod schon alle gefunden haben.
Oha, ich habe die Kamera ausgeblendet. Und was noch? S2 ist geringeres Übel. Tyndall, entweder wir können dem Tyndall die einfach so abnehmen, oder aber die beiden Dealer finden und die zum Schweigen bringen. Aber ich muss sie nicht. Sie treiben sich in der Gasse in der Nähe des Basketballplatzes herum. Die Info ist auch noch hier mit enthalten. Interessant. Interessant, das ist gut. Aber. Wobei, komm, das machen wir noch schnell. Die Folge dauert dann wieder ein bisschen länger, aber ist nicht so schlimm. Ich kümmere mich. Was nicht tödlich ist. Entweder reden. Betäuben. Cool, ich kann hier ganz gechillt nachladen, ohne dass sie was checken. Willst du mir etwa Angst machen, Skinner? Das klappt nämlich nicht. Diese Cassantos hier ist gerade drauf. Hast du ihren Bericht über die Leute gesehen, die sich freiwillig amputieren und augmentieren lassen? Was für Freaks. Okay. Bin ich jetzt ein bisschen blöd. Habe ich ihn erwischt oder nicht? Lol. Ich habe den nicht erwischt. Gott, was ist mit dir passiert? Wer zum Teufel bist du? Er kommt hier. Nein! Alter! Zwei Schüsse und ich bin down. What the fuck? Komm, aber das mache ich jetzt noch schnell. Oh. Das mache ich noch schnell. Alter, ich dachte, ich kann die einfach beide mit einem Betäubungsgewehr ausschalten und gut ist. Das hat aber nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Leider, leider. Und jetzt lädt das wieder ewig. Oh mein Gott. Heute noch? Hallo? Ja, fortsetzen. Okay. Jetzt muss ich mir das mal anders überlegen. Ja, entweder... Ich habe keinen Bock, die zu erschießen, Mann. Komm hier. Räumungsgewehr. Aufladen. Jetzt aber hier. Hey, habt ihr das gehört? Willst du mich verarschen? Ich hab den wieder nicht erwischt. Alter. Verdammt, Schüsse! Feuer erwidert! Feuer erwidert! Ah, jetzt hab ich ihn. Ist ja doof. Guck mal. Ha! Zweimal barmherzige Seele, cool. Schrotpatron und Credit Chip. Maschinenpistole. MP-Munition. Finde ich doof. Ich
Ja, ich habe leider nicht so viel. Ich müsste im Endeffekt die Sachen verkaufen. Und gucken, dass ich die Waffen dann aufhebe und... Also, ich müsste meine Waffen im Endeffekt irgendwo zwischenlagern. Und dann gucken, dass ich die Sachen aufhebe und verkaufe, um ein bisschen Kohle zu machen. Da ist er. So. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Wenn Sie die Aufnahmen wollen, müssen Sie mir erst diese Dealer vom Hals schaffen. Hab ich doch. Ich habe mich um die Dealer gekümmert. Geben Sie mir jetzt die Aufnahmen. Danke, Jensen. Hören Sie, ich weiß, Sie haben das nicht aus Überzeugung gemacht, aber trotzdem haben Sie mir den Arsch gerettet. Hier sind die Aufnahmen. Ich stelle... Was? Ich stelle Sie jemanden vor. Ich habe das nicht für Sie getan. Ich weiß, Sie haben das... Hilfe anbieten. Was ist... Hä? Kenne ich da jemanden? Tindall, mir ist ja klar, dass Sie versuchen, das Richtige zu tun. Aber wenn wir die Regeln missachten, bricht überall Chaos aus. Ich stelle Sie jemanden bei Seraph Industries vor. Der gibt Ihnen vielleicht Neuropozin für die Bedürftigen. Ernsthaft? Das würden Sie wirklich tun? Wow. Das hätte ich nie von Ihnen erwartet, Jensen. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Sagen Sie Carella, dass es mir leid tut. Nice. So, jetzt muss ich nur noch zu Carella. Hier eine Schnellvariante? Hier lang oder was? Ja, da vorne steht er schon. Dann können wir die Mission noch abschließen. Super. Waren Sie schon drin? Adam, bitte. Sie müssen diese Aufnahmen zurückholen. Ja. Ich habe die Aufnahmen. Sie schulden mir was, Tim. Das kann man wohl sagen, Jensen. Ich meine, vielen, vielen Dank. Sie haben mir gerade mein Leben zurückgegeben. Hier, das ist die Waffenmod. Wie versprochen. Ich weiß, Sie wollten etwas Gutes tun. Zurechtweisen. Sie können froh sein, dass ich Sie nicht bei Seraph melde. Wenn ich Sie nochmal bei einer ähnlichen Aktion erwische, bin ich nicht mehr so großzügig. Ist das klar? Ja, völlig klar. Und auch wenn es egal ist. Es tut mir wirklich leid. Okay. Oh. Laserzielsystem. Wow, wow, wow. Geil. Moment. Wie. Muss ich mal gucken. Armbrustbolzen. Ciao. MP-Munition. Ciao. Schrot-Muni. Ciao. So. Laserzielsystem. Hui. Jetzt muss ich mal gucken. Erhöht die Präzision einer Waffe deutlich. Der Lichtpunkt, Beschreibung des Spektra, irgendwas. Moment mal. Geht leider nur auf das schallgedämpfte Präzisionsgewehr. Okay. Und jetzt kann ich den Rest wieder aufheben. Ha, ha, ha. So. Wenn man jetzt so guckt... Warte. Nice. Ja, aber wieso sehe ich den Laser denn nicht, wenn ich... Oha. Geile Schwebebahn. Ich sehe den Laser leider nicht... wenn ich so ziele. Okay, gut. Reicht. Reicht für heute. Wir speichern mal. Speichern. Das ist der andere Spielstand. Den brauche ich gar nicht überschreiben. Aber den hier können wir überschreiben. Gut. So. Detroit Innenstadt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Da wird wahrscheinlich eine größere Aufnahmepause dazwischen sein. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen.
Entschuldigung für die Überlänge. Und schreibt gerne, wie immer, eure Meinung zu dem Spiel unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.